Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich die Ableitungsregel für Log mit der Basis merkt. Also einmal aufgeschrieben. So, das einmal der Vollständigkeit halber. Man kann sich jetzt natürlich merken, okay, das x rutscht hier runter und das Log mit der Basis wird dann zum natürlichen Logarithmus. Aber es ist viel einfacher, man braucht sich den ganzen Schmodder gar nicht merken. So, Moment, aber das brauchen wir noch. Machen wir wieder hin. Alles, was man dafür braucht, damit man hier nicht so wirklich viel auswendig lernen muss, ist sich klar machen, was log zur Basis 3 von x eigentlich bedeutet. Nämlich genau das hier. Und wenn wir das jetzt ableiten, dann stellen wir fest, hier in diesem unteren Teil, da kommt ja gar kein x vor. Das heißt, es ist eine Konstante. Das heißt, den Teil können wir eigentlich, den brauchen wir gar nicht ableiten, den können wir davor schieben. Das heißt, wir schreiben es mal so. Dann sieht das so aus. Und an der Stelle muss man, na gut, man kann sich jetzt die Herleitung merken, aber ich finde, hier ist es ein bisschen einfacher auswendig zu lernen, wenn man sagt, okay, das Ding hier, die Ableitung vom natürlichen Logarithmus von x ist gleich 1 durch x. Das heißt, wenn man sich nur diesen Teil auswendig merkt, oder vielleicht auch die Herleitung, dann sieht man, okay, das heißt, hier haben wir das 1 durch x und hier haben wir unsere Konstante, die übrig bleibt. Und so braucht man sich eigentlich nichts merken. Man muss sich nur merken, man muss verstehen, was denn log zur Basis 3 eigentlich noch umgeschrieben bedeutet. Das ist eben genau das hier. Und dann geht das Ableiten viel einfacher.